WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 29. Mai 1982. Der Todestag von Romy Schneider. Es ist nicht sehr angenehm, keine Zwischenstimmungen zu kennen. Und die kenne ich leider überhaupt nicht. Ich kenne nur wirklich himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Das macht es sicher vielen Leuten schwer, mit mir zu leben oder mit mir zusammen zu sein oder mit mir zu arbeiten. Michel Piccoli hat oft mit Romy Schneider vor der Kamera gestanden. Romy n'a pas eu de vie normale, puisque n'aurait pas été capable d'avoir une vie normale. Romy führte kein normales Leben. Dazu wäre sie gar nicht in der Lage gewesen. Sie war eine Ausnahmeschauspielerin und ihr Leben bewegte sich immer nah am Abgrund. Romy war eine zerrissene Frau. Sie hat versucht, es mit Tabletten runterzuschlucken, richtig runterzuschlucken und Alkohol natürlich. Wurde es alles noch schlimmer. Der 2019 verstorbene Journalist Michael Jürgs in einem Zeitzeichen-Interview aus dem Jahr 2007. Was am Ende natürlich auch dazu geführt hat, dass diese Mischung aus Tabletten und Alkohol, wobei sie nicht Selbstmord gemacht hat, das ist ein dummes Gerücht, diese Mischung aus Tabletten und Alkohol führten letztlich zum Herzstillstand, zum Tod. Also sie hat exzessiv gelebt. Michael Jürgs ist der Journalist, der im Frühjahr 1981 das berühmte Interview für den Stern mit Romy Schneider führt. Der Film »Drei Tage in Quiberon« mit Marie Bäumer in der Hauptrolle zeichnet die Entstehung dieses Interviews nach. Damals fasst Romy Schneider Vertrauen zu Michael Jürgs und sie sind bis zu ihrem Tod befreundet. Danach gab es sehr viele Anrufe, nächtliche von ihr bei mir. Immer dann, wenn sie verzweifelt war, ich hatte einen schweren Job. Und nachts um drei immer, das war schon ein bisschen anstrengend. Ce soir, nous sommes septembre. Am 23. September 1938 kommt Romy Schneider als Rosemarie Magdalena Albach in Wien zur Welt. Sie wird in eine Schauspielerfamilie hineingeboren. Ihre Großmutter Rosa Albach-Retti ist eine gefeierte Darstellerin am Burgtheater. Ihr Vater Wolf Albach-Retti und ihre Mutter Magda Schneider sind bekannte Filmstars. Es steckt eine Kindheit in die Tasche und läuft davon. Das war der Zettel, den ihr Vater ihr geschrieben hatte. Natürlich ein berühmtes Zitat von Max Reinhardt. Den Zettel hatten sie immer dabei. Weil ihre berühmten Eltern oft unterwegs sind, wachsen Romy und ihr Bruder bei den Großeltern in Schönau bei Berchtesgaden auf. Als Romy 7 ist, zerbricht die Familie, die nie wirklich eine war, endgültig. Ihre Eltern lassen sich 1945 scheiden. Romy kommt als Jugendliche auf ein Internat bei Salzburg, das streng von Augustinernonnen geführt wird. Das war Kindheit. Sie hatte ja nie eine Kindheit. Sie hatte keine klassische Kindheit. Es gab kein Elternhaus, es gab ein Internat und dann gab es kaum, dass sie in der Pubertät war, den ersten Film und es ging los und sie wurde ausgebeutet. Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Mit 14 Jahren steht sie das erste Mal vor der Kamera, als Filmtochter ihrer Mutter Magda. In »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« spielt sie ein Mädchen, das nach seinem Vater sucht. Rolle und Wirklichkeit scheinen zu verschmelzen, denn auch Romy Schneider fehlt der eigene geliebte, aber nie greifbare Vater. Herr Perry? Himmlisch! Bill Perry ist mein Vater. Ist das auch wirklich wahr? Mein richtiger Vater? Nach diesem erfolgreichen Debüt startet sie durch, nimmt den Künstlernamen Romy Schneider an. Ein Jahr später bekommt sie ihre erste Hauptrolle in Mädchenjahre einer Königin unter der Regie von Ernst Marischka. Der erkennt ihr Starpotenzial und macht aus Romy Sissi. Ab 1955 verkörpert sie dreimal die Elisabeth von Österreich, verkitscht und weit entfernt von der historischen Person. Doch die Deutschen wollen nach dem Krieg heile Welt. Mama, Sissilein, Mami. Magda Schneider profitiert vom Ruhm ihrer Tochter, sucht ihre Rollen aus und ergattert dabei selber welche. Ihr zweiter Mann, Hans-Herbert Blatzheim, nach eigenen Angaben größter deutscher Gastronom, verwaltet Romys Gagen und finanziert damit seine Restaurants. Das heißt, wird eigentlich Sissi 3 der letzte Sissi-Teil oder geht das jetzt? Ja, ich denke schon. Ja. Was hast du heute früh gemacht? Dasselbe wie gestern oder morgen. Ich habe ja kein Geheimnis. Ich nicht. Ich auch nicht. Oder doch. Ich habe schon ein Geheimnis. Ein großes.
Und das bist du. Alles, was vorher war, habe ich vergessen. Glaubst du mir, Christine? An dem Tag, an dem ich dir nicht mehr glaube, da möchte ich sterben. 1958. Während der Dreharbeiten zu Christine lernt sie Alain Delon kennen. Der Franzose ist da noch ein unbekannter Schauspieler, steht aber kurz vor seinem Durchbruch. Rumi Schneider und er verlieben sich. Sie bricht mit ihrem früheren Prinzessinnenleben, wie sie es selbst einmal nennt, und folgt ihm nach Paris. Ein junges 19-jähriges Mädchen, das in damaligen Zeit in Deutschland aus diesem brüden Land wegging zum Todfeind Frankreich. Das galt ja als feindliches Ausland immer noch. Sie ging aus Liebe zu Alain Delon weg und wurde natürlich hier als Hure beschimpft. Ein rebellischer Franzose raubt den Deutschen die unschuldige Sissi. Ein Skandal. Rumi Schneiders Mutter und der Stiefvater können durchsetzen, dass die beiden sich wenigstens verloben. Ich wollte weg von immer denselben Dingen. Und es war einfach eine neue Welt, ein neues Leben und freier. Rumi Schneider erfüllt jetzt bloß noch alte Verträge. Danach kommen keine Angebote mehr aus Deutschland. Sie gilt als Kassengift. Alain Delon dreht mit Luchino Visconti und avanciert zum Star. Er stellt dem erfolgreichen Regisseur seine Verlobte vor und Visconti verlangt Unmögliches von seiner Romina. Sie, die kaum Französisch spricht, soll in seiner Inszenierung »Schade, dass sie eine Dirne ist« gemeinsam mit Alain Delon auf einer Pariser Bühne stehen. Giovanni, tu es mon frère. N'est-il pas juste? Dieses Theaterstück war der Beweis, ich kann mehr als nur vor der Kamera blöd lächeln als Sissi. Sie hat dann wieder Theater gespielt, aber das, ich kann es. So. Und auch ihre Mutter zu zeigen, was du kannst, kann ich schon lange. Das war ihr Vater, der ein großer Theaterschauspieler war. Da merkt man, was in ihr drin war oder die Großmutter. Das alles brach aus ihr heraus und für sie war das sozusagen die Meisterprüfung. Rumi Schneider verwandelt sich in eine elegante Französin und sagt später, dass in dieser Zeit drei Menschen für sie prägend waren. Alain Delon, Luchino Visconti und Coco Chanel. Sie dreht mit Orson Welles, brilliert in seiner Kafka-Verfilmung Der Prozess, dreht in Hollywood mit Otto Preminger Der Kardinal und spielt in drei Komödien mit, die nicht so recht zu ihr passen. Als sie zu Alain Delon zurück nach Paris fliegt, ist die gemeinsame Wohnung leer. Typisch für seine männliche kalte Art. Ich bin mit Nathalie weg und tschüss, einen kleinen Zettel und Rosenstrauß, da brach sie natürlich zusammen. Ein Selbstmordversuch scheitert, weil ein Freund sie retten kann. Nach 5 Jahren wilder Ehe mit Delon flüchtet Rumi Schneider ins Bürgerliche. Sie verliebt sich in Harry Mein, einen gefeierten Theaterregisseur, Schauspieler und Intellektuellen, kauft ihn für 200.000 Mark aus seiner Ehe frei und bekommt ein Kind von ihm, David. Der Filmwelt kehrt sie für 2 Jahre den Rücken, versucht einen Alltag in Berlin mit Mann und Kind zu leben. Das geht so lange gut, bis das Telefon klingelt. Alain Delon ist am anderen Ende der Leitung und fragt sie, ob sie seine Partnerin in La Piscine, der Swimmingpool, sein möchte. Zack, war sie am liebsten im nächsten Flugzeug. Wenn man den Film heute sieht, merkt man auch, dass da mehr ist als nur eine schauspielerische Beziehung. Das heißt, es war ganz selbstverständlich, dass dieses Paar plötzlich wieder sich fand. Jeder war in einer anderen Beziehung, aber sie haben sich sofort gefunden. Bei Delon hätte sie, wenn der gesagt hätte, komm zurück, alles liegen lassen. Sie drehen 1968 in Südfrankreich gemeinsam Der Swimmingpool und haben zahlreiche Liebesszenen miteinander zu spielen. Romy versichert der Presse, dass nichts kälter sei als eine tote Liebe. Und doch, in manchen Filmszenen scheint es, als stamme der Dialog aus dem wirklichen Leben. Du kannst gehen, wann du willst. Du bist völlig frei. Warum sagst du mir das? Das weißt du doch genau. Du bist der Typ, der immer nur an sich denkt. Es macht nichts. Du bist dir dessen nicht bewusst. Vergiss es. Was willst du damit sagen? Ich weiß nicht mehr. Er ist so weit. Alain Delon öffnet Rumi Schneider mit diesem Film die Tür für ihre zweite, eigentliche Karriere in Frankreich.
wo die Filmschaffende in die oberste Liga der Kinostars aufsteigt. Sie dreht mit Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, mit Yves Montand. Ja, hinter die Wahrheit werde ich sowieso nie kommen. Aber César, die Wahrheit siehst du doch, die weißt du doch. Wir sind zusammen. Wenn ich bei ihm sein wollte, dann wäre ich's. Ich bin frei. Mit Claude Sauté entstehen ihre vielleicht schönsten Filme. César und Rosalie, Die Dinge des Lebens oder Das Mädchen und der Kommissar. Sie spielt darin ganz normale Frauen aus dem Leben. Claude Sauté ist von Romy Schneiders Gesicht so fasziniert, dass er sie immer wieder in Großaufnahme zeigt. Sie vertraut ihm, fühlt sich sicher, leidet sie doch ihr Leben lang an unerträglichem Lampenfieber. Für Luchino Visconti wagt sie es 1972 noch einmal, Sissi zu sein. In Ludwig II. Mit Helmut Berger an ihrer Seite spielt sie dieses Mal eine Elisabeth von Österreich, wie sie wirklich war. Abgründig, zynisch, todessehnsüchtig. Heirate Sophie. Aber ich habe nie eine andere Frau geliebt als dich. Vergessen Sie Ihre Träume. Herrscher wie wir können keine Geschichte mehr machen. Wir sind nichts als Pomp. Die Geschichte vergisst uns. Es sei denn, jemand gibt uns Bedeutung, indem er uns ermordet. Und Ludwig II. War natürlich sozusagen ihre Rache an Sissi, zusammen mit Visconti. Ehemann Harry Mein, dem selbst keine großen Erfolge mehr gelingen wollen, erträgt den Ruhm seiner Frau nicht. 1973 kommt es zur Trennung. Romy Schneider heiratet ihren 11 Jahre jüngeren Privatsekretär Daniel Biasini und bekommt Tochter Sarah. Doch auch diesmal gelingt ihr ein bürgerliches Leben nicht. Und am Ende, die letzten 5-6 Jahre ihres Lebens, hat sie eigentlich nur von Film zu Film gelebt. Die Zwischenpausen waren die furchtbaren. Das, was wir normales Leben nennen würden, war für sie eigentlich unerträglich. Am liebsten hätte sie jeden Tag gedreht. Egal, was sie sagte, aber sie hätte es am liebsten gemacht. Ab 1979 häufen sich die persönlichen Schicksalsschläge. Ihr Ex-Mann Harry Mein nimmt sich das Leben. Sie trennt sich von Daniel Biasini und verliert ihren Sohn. Er verunglückt beim Überklettern eines hohen, spitzen Zauns und erliegt seinen schweren Verletzungen. Das war eigentlich der tiefste Bruch in ihrem Leben. Danach war sie lebend tot. Romy Schneider flüchtet sich in Arbeit. Madame, was dürfen wir für Sie spielen? Ich möchte, dass mein Sohn spielt. Max, ich möchte, dass du spielst. Tu mir den Gefallen. Sie dreht die Spaziergängerin von Sanssouci. Besonders schmerzhaft sind für sie die Szenen mit ihrem Filmkind Max, das eigentlich ihr Sohn David verkörpern sollte. Als der Filmsohn für sie Geige spielt, wird Romy Schneider von ihren Gefühlen überwältigt. Mit ihrer preußischen Disziplin übersteht sie die Dreharbeiten. Romy Schneider will sich zurückziehen, ein normales Leben mit Tochter und Mann führen. Sie kauft mit ihrem letzten Lebensgefährten, Laurent Pétain, ein Haus auf dem Land. Doch ihre Kraft reicht nicht mehr. Sie stirbt in der Nacht zum 29. Mai 1982 in ihrer Pariser Wohnung. Offizielle Todesursache: Herzversagen. Alain Delon, längst ein guter Freund, hört diese Nachricht im Auto und fährt umgehend zu ihrer Wohnung. Michael Jürgs: Dass er selbstverständlich dafür sorgte, dass die Straßen gesperrt, dass sie weggebracht wurde, das war Delon. Das heißt, es war seine letzte nachgetragene Liebe zu ihr. Romy Schneider wird nur 43 Jahre alt. Ihre letzte Ruhe findet sie im Dörfchen Boissy-Saint-Savoir. Dorthin wollte sie ziehen, in das Haus auf dem Land. Sie war ein unglaublich schwankendes Rohr im Wind und irgendwann brach es. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klasen an Romy Schneider, die heute vor 40 Jahren gestorben ist. Redaktion: Matti Hesse.